Erstmal gut Kick hier vom VfL Center mit Pavao Pervan. Pavo, Länderspielpause ist vorbei und jetzt zählt wirklich die Devise von Spiel zu Spiel denken, kann man sagen. Denn es kommt ja jetzt wirklich eins nach dem anderen. Denkt man sich da vielleicht, okay, habe ich richtig Bock drauf oder ja, könnte auch ein bisschen weniger sein? Also ich habe richtig Bock drauf, vor allem jetzt natürlich, wo ich weiß, dass ich spiele. Möchte es einfach nur genießen und ich glaube, das ist das Schönste für uns Fußballer, wenn wir jeden dritten, vierten Tag spielen. Also wenn man dann auch wirklich zum Einsatz kommt, ist es, glaube ich, das Beste, was man haben kann. Du hast es angesprochen, du wirst jetzt nämlich eine ganze Menge zum Einsatz kommen, weil Kuhn sich ja leider auch verletzt hat im letzten Spiel gegen Paderborn. Nimm uns ein bisschen mit, nimm die Fans ein bisschen mit. Wie ist da die Vorbereitung für dich jetzt auch? Also sowohl im mentalen als auch im körperlichen Bereich. Macht man da mehr vor so einer Partie, wenn man weiß, okay, jetzt zählt's? Also um ehrlich zu sein, wird sich bei mir nichts ändern. Das habe ich auch schon mit meinem Torwarttrainer besprochen. Also ich werde genauso so weiterarbeiten wie bisher, weil ich mich bisher auch immer so vorbereitet habe, dass ich eben auf dem Punkt genau da bin und meine Leistung abrufen kann. Und es kann ja auch immer wieder passieren, dass am Wochenende was passiert und ich überraschend eingewechselt werde. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt viel einfacher, wenn man weiß, dass man am Wochenende spielen wird, weil man sich dann einfach mental nochmal besser vorbereiten kann. Du hast es angesprochen, der Austausch mit dem Torwarttrainer, ist der vielleicht auch jetzt nochmal ein bisschen intensiver geworden dann in der Zeit, auch mit Kuhn dann vielleicht noch dazu genommen? Der Austausch ist eigentlich regelmäßig, unabhängig davon, ob ich spiele oder nicht. Und ja, hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert, muss ich sagen. Ich glaube, das spricht auch dafür, dass ich sein Vertrauen genieße. Und ja, es ist auch eine schöne Anerkennung, weil ich glaube, wenn jetzt auf einmal jemand permanent mit mir reden würde, könnte ich vielleicht auch das Gefühl bekommen, dass es eben so ist, dass man mir nicht ganz zutraut. Aber es ist nicht der Fall. Von dem her, glaube ich, ist es genauso richtig. Ja, das spricht alles für dich, Profi durch und durch, das hört man schon raus. Worauf kommt es denn jetzt dann an am Freitag in Düsseldorf? Es ist ein Abendspiel, Flutlicht, wird bestimmt eine hitzige Atmosphäre auch sein. Was wird wichtig sein, dass wir dann am Ende als Sieger vom Platz gehen? Ich glaube, der Trainer sagt uns von Woche zu Woche, das Wichtigste wird sein, dass wir unsere Grundtugenden an den Tag bringen. Also dass mal die Laufbereitschaft, die Mentalität und das Zweikampfverhalten passt. Und erst dann, glaube ich, kommt unsere individuelle Qualität zum Tragen. Und ja, dann sehe ich dem Spiel auch positiv entgegen, weil ich einfach sehe, wie die Jungs auch sich Tag für Tag weiterentwickeln in dem neuen System und wie sie spielen, trainieren. Und von dem her mache ich mir da keine Sorgen, dass irgendjemand Düsseldorf unterschätzen könnte. Überragend, wir machen uns auch keine Sorgen, hoffen das Beste, wünsche dir viel Erfolg. Danke. Und wir sehen uns.